Heute wird hier ein weiterer Miyawaki-Wald angelegt. Das ist mittlerweile die Nummer 3 in Melle. Und Miyawaki-Wälder haben sehr, sehr hohen Nutzen für die Artenvielfalt und gegen die Klimaerwärmung. Die sind aber auch nicht immer ganz günstig. Also für 200 Quadratmeter kann man mit 4.000 bis 5.000 Euro an Kosten rechnen. Vielen, vielen, vielen Dank an die vielen Leute und die vielen Institutionen, die heute die Aktion mit unterstützen. Andreas, warum bist du heute hier? Ja, ich bin heute hier, um einfach hier was für die Umwelt, für den Umweltschutz zu tun, für die Natur. Es macht einfach Spaß. Warum bist du heute hier? Weil ich alle ökologischen Pflanzaktionen gut finde, ob die jetzt von Kai Binke sind, ob die hier vom Grönegau, vom Verein sind oder vom SON. Da versuche ich, wenn ich irgendwie Zeit erübrigen kann, mich daran zu beteiligen, weil ich das wichtig finde. Eike, warum gerade hier am Ortseingang ein Miyawaki-Wald? Ja, zum einen hatten wir den Platz über, also er hat sich angeboten, wir konnten ihn bislang nicht anders nutzen und vor allem der Ortseingang bietet sich ja auch an, um solche Aktionen zu machen, um die Luft anzureichern, vor allem mit dieser Art an Miyawaki-Wald und es ist auch ein schöner Blickfang. Wir gehen noch einen Fahrradweg dran lang, wo Fußgänger und Radfahrer sich das Ganze auch dann angucken können, sodass man auch diese Gemeinschaftsaktion immer wieder präsentieren kann. Das Gesamtpaket hat uns einfach überzeugt, uns mit diesem Projekt auseinanderzusetzen. Und wir sind tierisch stolz, dass wir auch als kleiner Verein, der das Ganze umsetzt, so viel Unterstützung heute bekommen, wie man hier sieht. Die hier was pflanzen, um die Ecke noch was pflanzen. Und dafür schon mal auch ein riesiges Dankeschön an alle, die hier mithelfen, auch an alle Sponsoren, an alle Stiftungen, die uns da unterstützen. Ohne die wäre es auch gar nicht möglich, weil nur mit ehrenamtlicher Arbeit lässt sich das gar nicht umsetzen. Dafür schon mal ein riesen Dankeschön. Das war ein richtig guter Tag heute. Ich glaube, alle, die heute mitgewirbelt haben, die sind jetzt auch ganz schön platt. Also ich bin es zumindest. Wenn euch das Video gefallen hat, wäre es super nett, wenn ihr da den Kanal abonniert oder das nächste Video euch anschaut. Gerne auch das Video kommentieren oder ein Like setzen. Das ist ganz wichtig für den YouTube-Algorithmus. Wir brauchen 1000 YouTube-Abonnenten für unseren Kanal. Und dann wird YouTube Geld in unsere Klima- und Naturarten- und Tierschutzprojekte stecken. Wäre mega nett, wäre super nett, wenn ihr uns dabei unterstützen würdet. Vielen Dank. Ciao.